zu einem weiteren Part von Let's Play Minecraft Flaro. Mit mir Marvin zockt und wir gehen auf den Server in 3, 2, 1 jetzt. Ja, das ist der letzte Tag vor dem großen Finale. Man sieht auch schon eine kleine Veränderung an meinem Skin. Ja, wir machen auf jeden Fall hier raus. Wollen wir den einen Dia nicht zu Ende farmen? Ich weiß nicht, wo wir den jetzt finden. Vielleicht suchen wir nochmal einen anderen Höhle und versuchen nochmal unser Glück. Ja, okay. Mein Dia pickt jetzt gleich da oben. Warte kurz mal eine Sekunde. Ich mache Aufbau und ich will meine Steinspitzhacke noch verbraten. Oh, okay. Die hält noch. So, machen wir es mal hier raus. So. Mal kurz was fressen, weil man. Warte, das ist Kohle, das können wir abbauen. Ja. Also such mal den Weg nach oben. Dann kann ich die Cola hier abbauen. Damit ja, ich nehme auch ein bisschen Kohle mit. Ich hab dir dein Schatten des 4 gegeben. Echt? So, Oder hab ich dein Schatten des 4 gegeben? Ja, ich hab dir Schatten des 4 gegeben. Ja? Bitte schau doch mal auch drauf, wie viel das kosten würde. Ja, ich hab. Also, warte mal, ich hab einen Schatten des 3. Ja, das muss ich jetzt mal gucken. Du hast ein Schatten des 4. Du hast ein Schatten des 4 und nochmal ein Schatten des 4 von mir. Ich guck mal nach. Schatten des 4. Und. Ich hab nicht 4. Ja, das müsste ich ja gucken. Ich hab gerade keinen Amboss. Ja, ich hab einen. Warte mal eine Sekunde. Ich muss die Kohle abbauen, weil ich jetzt richtig viel Kohle. Auf Höhe 12. Ihr könnt auch noch die Wo sein. Bist du gerade? Ich bin noch in der Höhle. Ich baue die Kohle ab. Wenn ihr Dias sind, ne? Bist du hier unten? Ich entsneak mich mal. Ihr seht dich. Da bist du. Okay. Ja, nach oben. So, ich stell mal auf, damit ich das testen kann. So. Schau. 21. Umdrehen. Also anderes Schwert auf die erste Leiste. 21. Okay, 21. Hast du Schwert draußen? Ja. Okay. Weißt du, wir gehen jetzt woanders farmen und mir fehlen eh nur noch 7 Level. Ich hab ungefähr Level 9 jetzt. 9. Mir fehlen noch 9 Level. Ich glaube, wir haben uns hochgebaut. Ja, genau. Mir fehlen noch 9 Level. Nice. Das heißt, ich könnte es dann machen, aber ich weiß nicht, ob wir 9 Level kriegen. Ja. Ich bin Charlester! Ich mag den Skin irgendwie, der sieht irgendwie total so richtig. Ich habe mir immer wirklich diesen Tier-Skin. Hier, guck mal, Kohle! Nice! Level. Naja, die hole ich mir. Ich komm danach. Okay, ich mach schon mal rausbauen. Ich guck nach, was draußen. Wir haben Nacht. Okay, nice. Dann kann man Level farmen. Kann ich das Schärfe 3 Schwert benutzen? Weil das brauchen wir dann immer, oder? Ja, nehmen wir Schärfe 3 Schwert. Ja, wir haben gerade Creeper Besuch. Geh weg. Und nein, bitte nicht mit einem Einklick pro Sekunde da. Hab ich nicht. Hau mal tot. Alles klar, Marvin? 2,5 Herzen weg. Okay. Wow. LOL! Ja, komm mal! Was? Was zum Teufel ist das? Warte. Man kann da reinschauen. Was? Sind die tot? Okay. Warte mal kurz. Protect mich mal. Ich mach Power List. T, mal gucken. Legend. Sword Army sind alle am Leben. Hilfe! Oh. Ich muss aufpassen, wenn ich hier kurz gucke. Hexe! Shield! Oh. Nice. Tot. Wir brauchen einen Tag, jetzt echt. Was ist, wenn wir ein Bett hätten? Mute? Was los? Ach so. Alles klar, wir gehen mal. Oh, fuck. Wo gehen wir lang? Plan? Ich würde sagen, da lang. Folgst du mir? Hier. Wo hast du den Plan? Komm, ich folge dir eben. Wenn du enthusiast, dann gehen wir. Wir gehen kloppen. Los, geh hoch. Alles klar. Oh, fuck. Hauen wir den raus. Höhle. Rein. Ich hab noch Steinpickaxe eine Weile. Ich kann es eine Weile runterbauen. Ich würde sagen von hier runter. Oder machen wir hier klein. So. Ich muss noch kurz meine Diapicke nehmen, damit ich ein bisschen Platz machen kann. Du machst da zu, dann können wir uns neue Steinspitzhacken machen. Wo dann? Was denn noch?
Gut, dann mache ich mal schnell auf. Mach zu. Da ist nämlich irgendwas. Ich glaube, es ist Enderman in der Nähe. So, ich mach's mal kurz an. Damit ich bei die Stunde sowieso kein. Ah, ich kann sehr gut singen. Ich. Geist sind auf Höhe 40. So. Mal kurz mal eh gucken, die Durability. Gut, er hält noch was aus. Viel. Okay, gut, dass ich kann jetzt viel irgendwie wegspeeden. Ist jetzt auf Höhe, glaub, Höhe 30. Ich kann jetzt echt viel wegspeeden. Echt? Ja, mein Vater war da. War. Ah, er war da. Jetzt ist er wieder weg. Ja, Moment, auf meine Märchen schon gefüttert, deswegen. Ja. Der Skin sieht irgendwie saugefährlich. Was machst du da? Ich werfe mal, jetzt baue mal so runter. Ich meine, das ist vielleicht besser. Das ist doch so. Okay, mir fehlen noch 7 Level. Okay, vielleicht habe ich Glück und wir finden noch was. Glückstatspend, bitte helf uns doch ein letztes Mal. Ein einziger Dir, das wäre mehr. Ich stell dir jetzt ran hier, den Touchband, komm, gib mir das Glück der Welt. Hier ist immer Lava. Weg. So, ich baue, weg. Ja, wir sind auf Höhe, wir sind fast auf Höhe 10. Muss gucken. Hast du Lobby-Mod an? Mein Wasserhotkey ist an, nein. Mein Wasserhotkey ist bereit. Warte. Immer aufpassen. Wir sind auf Höhe 10. Gut. Ich weiß. Das links von uns. Warte. Ja. Ich baue hier wieder eine kleine Base. Es tut mir auch leid, dass wir sozusagen echt viel farmen. Wir wollen schon seit einer Ewigkeit fighten. Sozusagen, wir wollen schon seit irgendwie. Wie vielen Tagen wollen wir schon fighten? Seit, glaube ich, 2-3 Tagen. Ja, wollen wir fighten. Aber wenn die sich nicht in der Konfi melden, dann ist es nicht unser Problem. Ja, ich guck mal nach, ob ich irgendwas finde. Ich bude einfach mal ein bisschen vor. Immer sneaken bitte. Damit wegen. Ja. Ist ja kein Dia. Wahrscheinlich haben die einfach Pech gehabt und zwar jetzt. Da war doch jemand mit X-Ray doch am Berg. Kann sein. Aber übrigens, auf Höhe 9 können auch Dias sein. Das weiß ich. Auch für 12. Können überall sein. Aber nicht in deiner Mutter. Dias! Nein! Nein, warte, ich baue es ab. Los, hol es dir, Junge, wir haben's! Ja! Achter Ohr, das ist nicht dein Ernst. Touchpen, du bist ein Held. Ganz im Ernst, du bist ein Held. Also, ich will ja nicht sagen, dass wir jetzt OP sind, ne? Aber, Ja, jetzt haben wir's. Da liegt's doch, da, der liegt. Wo? Da liegt der Helm, da. Ich denke, ach da. Ich kann ihn aufnehmen, weil ich keinen Platz hab. Kein Wunder. Ja, ich mach kurz den Trecker. Aber kurz, ich werde jetzt wegwerfen. Nein, das nicht. Ja, das noch 7 Dias übrig. Du hast eine Prot 2, Prot 2 Dia-Hose, oder? Nee, Prot 1 Dia-Hose. Achso, würden wir noch ein. Ja, okay. Jetzt ist die große Frage: Für wen sollen wir jetzt eine Prot 2 Dia-Hose oder Dia-Schuhe machen? Warte kurz, ich will noch schnell meinen Helm enchanten. Mal gucken, was ich für ein Glück hab. Schusssicher oder Schutz? Was empfiehlst du für einen Helm? Ich hab selbst keinen Schusssicher, das ist das Problem. Willst du Schusssicher haben? Ich hab Prot 2. Ich nehme Schusssicher, weil du hast gesagt, dass Helm besser ist, wenn man noch Schusssicher drauf hat. Ja. Gut, Schusssicher drauf, das heißt, ich habe mal einen kleinen Bogenschutz. Okay, also für wen sollen wir jetzt Prot 2 Dia Hose oder Dia Schuhe machen? Auf jeden Fall, ich habe Prot 2 Dia Panzer, du hast Prot 3 auf Warte, der Chest. Am besten für dich. Am besten für. Warte mal, was hast du auf die Schuhe? Auf Schuhe und Hose habe ich Prot 1. Okay, warte, dann. Ich weiß, es ist jetzt die totale Verschwendung, aber mach jetzt mal Prot. Warte mal, ich hab noch eine Prot 1 Dia Schuhe. Wenn ich die mit denen zusammen mache, könnte ich Prot 2 erzeugen. Ja, okay, dann hast du hier auch Prot 2 Dia Hose. Ja, okay. Die Hose habe ich keine. Ich habe jetzt nur die Schuhe. Die Hose habe ich keine.
Ich hab dir in der Hose getroppt. Gut, wenn die Level dann noch reichen bis dahin. Du bist so ein elendiger Lacker, ne? Ja. So, jetzt nochmal testen. So, rein damit. Yes, es reicht! Nice! Und der Amos ist tot, nice. Okay. Nice, aber ich hab jetzt alles auf Brot 2 mit einer Schusssicher Dia-Helm. Nice, jetzt bin ich gewaffnet. Okay. Ich hab Brot 2 Dia-Helm, Brot 3 Dia-Chestplate, Brot 1 Dia-Hose, Brot 1 Dia-Schuhe. So, also, ich kann sagen, wir sind leicht okay. Wollen wir noch, schaffen wir noch Power 4 oder ist das nicht mal drin mit den Bögen? Power 4? Wie viel Level hast du? Ich hab kein Level mehr, ich hab alle jetzt aufgebraucht, um die Entscheidung zu führen. Du hast immer noch kein Power 4? Nein, ich hab 2 Power 3 Bogen, ich hab's ja nie geschafft. Das kostet glaub 10 Level. Dann Bratestein. Das kostet auch, das gibt auch Level. Okay, Stein braten, ich werde Eis braten, was ich habe. Erstmal schnell das Eis noch braten, was ich noch hab. Ja, ich, das ist auch. Ich hab noch 12-mal Gold. Also Goldbahn, was hast du noch Äpfel? Nee, ich hab keinen Apfel mehr. Ich gebe dir trotzdem das Goldbahn für den Fall, dass du ein paar Äpfel in die Finger kriegst. Power 4 kostet, glaube ich, lass mich nicht lügen, 10 Level. Ja, komm, wenn unser Lack noch ein. Lack bleibt da. Geh uns nicht down. So. Bau du einen langen Gang, ich mach die Gänge. Ja. Also du machst den. Nein, ja, du machst den langen Gang, ich mach die Gänge. Ja. Ich mach die Maschine. Ich guck nach, vielleicht habe ich aber Glück und nochmal ein Dia. Erstmal Kohle, perfekt. Nice, da können auch Dias sein. Aber Gold, nice. Das Gold? Nice, verbrenn es da immer mit. Ja, gleich. Eigentlich sind wir nicht Level heiß. Ich sag, ich fasse nur auf Level heiß. Warte mal, wir sind noch dann in der Massenaufnahme. Das geht ja mit mehreren Parts. Das heißt, wir könnten ein Team killen, könnten uns verstecken, wieder schnell Level farmen, wieder rausgehen in der nächsten Folge, fighten. Level das sammeln. War lame, das hat niemand gemacht. Doch, Paluten, aber der ist auch ein richtiger Napp. Nein, du machst nur einen langen Gang. Ich mach die. Teile. Okay. Hast du was gefunden? Ja, ein bisschen Redstone, nice. Also ich brauche nur 6 Level, wie gesagt. 5,5. Du hast jetzt halt übelst langen Gang hier, ey. Okay. Naja, übelst lang ist er jetzt nicht. Nicht so lang wie mein Penis. Oh Gott. 1, 2. Mach ich mal schnell. Kein Dia. Okay, Dias brauchen wir jetzt nicht unbedingt, außer zum Aufwerten. Aufwerten wäre eigentlich nicht schlecht, weil ich würde ja auch gerne aufwerten, aber ich habe die bessere Brust von uns beide. Und eine Brot 3 Brust ist eigentlich recht OP. Und die hast du. Mhm. Ich glaube, du könntest alle wegcracken, oder? Naja, wollen wir Wetten abschließen, wie viele Kills jeder schafft? Also ich habe schon einen. Mal kurz mal, Varo List. Es gibt einen Spieler mit 3 Strikes, what the fuck, Alter. Echt? Ja. Wer ist es? Was? Keine Ahnung. Schade. Der wollte nie erfahren. Komm, lag. Hier ist eine Höhle. Hier ist eine Höhle. Dias? Nach der Ohr. Nice! Marvin? Hast du auch Dias? Ja, komm mal her, da ist irgendwas komisches. Gang, entweder kommen wir da zu unseren Gang oder. Ich weiß auch nicht, sieht aus. Wir sind ja schon immer drin gewesen. Komm mal mit vor. Da ist Licht auf der einen Seite. Hier. Falls es zu uns gehört, dann waren wir mal dort. Ich weiß nicht. Wollen wir da hin? Sieht so. Nee, komm, lass einfach weiter. Lass einfach weg. Mir fehlen noch 4 Level. Und dann kann ich deinen Schatten des 5. Deinen Schatten des 5. Machen. Ja. Du müsstest jetzt. Wie viele Steine sind raus? 19 Steine. Willst du sie nehmen? Nee. Oh, du sie. Also, ja. So, ich habe jetzt nochmal Dia-Schuhe gemacht. Für wen jetzt Protz 2 Dia-Schuhe? Ach nee, du hast sie ja, stimmt? Ja. Achso, stimmt. Okay, dann mach ich mir. So, wer nimmt die? Also nochmal Entscheidung, wer nimmt die Steine? Warte, ich nehme die am besten, weil. Oh Gott. Das wird mir jetzt sehr, sehr viele Level kosten. Das sehe ich jetzt schon kommen. Ach, wir haben noch zu Glück noch. Ich habe auch 38 Eisenbarken. Also wir können uns doch einen Amboss machen. Ich hab jetzt so viel Level geraubt. Ohne Scheiß, ich hab jetzt echt so viel Level geraubt. Aber egal, jetzt bin ich auch wenigstens gut geschützt. Und reicht es jetzt für Sharpness 4 oder brauchst du noch was?
10 Level. Das war jetzt eher, das hättest du jetzt eher machen müssen, aber naja, okay. Also ich hab 4 in dieser Folge. Na. Ich helf dir mal. Ich will noch was. Ich könnte auch ein Dierschwert machen. Komm. Ich stell mal vor, wir würden die mit dem Dierschwert anhitten, die so, was ist mit dem los? Und dann auf einmal mit so einem Sharp 4 Eisenschwert. Ach du Scheiße. Ja, was? Das könnte man machen. Das kann man machen, wenn man gut umschalten kann, sehr schnell. Dann ist das eine perfekte Taktik. Das kannst du am ehesten. Das ist deine Fähigkeit. Du hast einen. Ich nenn's fast Switch. Und was machen wir jetzt ungefähr? Wir haben ja, noch ungefähr 5 Minuten. Das wird nicht mehr reichen. Ja, wir können eigentlich fast nichts machen. Wir können auch ein Dier. Warte kurz mal, wir können auch ein Dier. Stimmt, egal, dann machen wir halt deinen Shop 4 nicht in der Folge. Soll ich dir das verbraten? Ja, behalte die einfach mal für den Fall dessen. Ich habe aber was zum Verbraten. Mach nochmal Feuer. Ich muss eigentlich weghauen. Ich verbrate mein Feuerzeug. Echt? Aber was wir machen könnten, wir könnten versuchen, jetzt noch ein paar Eisenschwerter für dich zu enchanten. Ja, ich habe auch genug Eisen. Perfekt. Vielleicht habe ich nochmal Glück, komm. Ich will mal. Oh, stimmt. Was wollen wir jetzt machen? Ich probier's. Wer von uns zuerst Feuerzeug bekommt, der ist der Lager. So, ich werde es jetzt versuchen. Ich verbrate so meine Level, aber das ist mir egal. Das Eisenschwert hat keinen Lack gebracht. Aber was bringt es dir, wenn Sharpness 5 für dich eh gerade unmöglich ist? Das bringt dann eigentlich fast nichts. Ja. Ach fuck, ich hab grad ein bisschen Pech mit, was das Thema Fire Aspect angeht. Meinst du dich nicht? Ja, ich hab so viel Eis noch, das können wir alles verbraten, endlich. Ich hab so viel Hunger, Alter. Also in Real Life. Ich hab wirklich extrem viel Hunger. Bin ich gefressen oder? Ja. Ich hab nichts gegessen eigentlich. Nein. Ich hab's gehört, Entschuldigung. Wieso? Ich bekomme für die Ausschwelle gerade nicht das, was ich wünsche. Ich versuch's nochmal. Erstmal das. Mal stehen, den mach ich dann gleich weghauen. Oh, ich fuck. Das ist kein gutes Gefühl, wenn ich zittere. Auf weg. Ja, okay, das kann sein, ich total vergessen, jetzt noch Feuer-Aspekt zu kriegen. Ja, ich müsste jetzt noch ein bisschen entscheiden, damit ich nochmal Feuer-Aspekt vielleicht die Chance habe, aber ich habe keine Level mehr. Ich bin alle damit. Ich habe noch einen Level. Ich auch! Komm, Marvin. Glück. Wir würden 7 Level. Entweder wir haben jetzt Luck, ich krieg noch 6 Level zusammen, was ich jetzt aber nicht denke. Und ich kriege von den Sharpness 2 noch Fire Aspect. Das müssen wir echt probieren. Aber was ich definitiv sagen kann, mein Sharpness 4 hat nur 17 Durability verloren. Ja. Sollen wir lieber zum Spawn gehen? Ja, ich würde sagen, wir bauen ab. Ja. Hau noch hier, schauen so viele Sachen wie es noch geht, noch in die Team Chest und tschüss. Komm. Warte. Okay. Go. Je mehr wir noch Power Rangers. Wenn wir was in der Team Chest dann als weggeräumt haben, was wir nicht brauchen, dann können wir nämlich im Fall dessen, wenn wir da ein paar umbringen, dann die Sachen gleich noch aufsammeln und mitnehmen. Mhm. Ja, ich würde sagen, wenn wir einen killen, also wenn wir ein Team ausgelöscht haben, dann rennen wir kurz weg, verbunden uns, gucken uns die Items an, was wir alles bekommen haben und dann machen wir weitersehen. Wenn einer schafft das 5 hat, ne? Das kriegst du instant du. So, ich guck nach. Das war oben erstmal keine. So, ich geh erstmal auf. Habe ich jetzt das Fleisch wohl umgeräumt? Marvin nach rechts. Oder geradeaus. Wir sehen uns dort. Oh, hier ist ein Enderman unterwegs. Achtung. Alles da, Marvin? Ich stell mich gerade an wie. Lappen. ich weiß nicht, wie viel Zeit es noch bleibt. Nicht hier, definitiv. Oh scheiße, ich kann nicht mal rennen, weil ich jetzt nicht zu Fressen ausgewählt habe. Oh fuck. Marvin, Achtung! Oh fuck! Der war einfach. So, schmeiß rein, was wir brauchen. So, das weg. Ich würde Einschabnis 4 verstecken. Okay. So, ich. Hast du was dagegen, wenn ich Einschabnis 4 in einen Bogen verstecke? Ja, aber ich rüste schon mal alles aus, was
So. Ich habe auch einen Power 3 Bogen jetzt hier mit versteckt. Die sind ganz oben hier in der obersten ersten Leiste. Ich rüste jetzt. Ich habe schon mal alles ausgerüstet für alles. So, okay. Alles. Nee. Oh, ich gut, ich hab's geschafft. Ich hab's auch geschafft, das Eisen zu verstecken. Ach Gott. Gut, das war's von dieser Folge. Morgen ist Massenaufnahme. Wünscht uns definitiv Glück, obwohl das eh schon dann vorbei ist, wenn ihr den Part seht. Ja, wir haben den Luckpen, der wird uns hoffentlich helfen. Hoffentlich. Und ich hoffe, dass wir gewinnen. Also wir sehen uns dann und tschüss. Okay, bis dahin, Emerald Control. Hallo an alle Zocker da draußen, ich bin Marvin Zock und herzlich willkommen zu dem Fazit von Flaro. Und mit wem anders kann ich es machen als mit... Mit seinem Mate, seinem unerschrockenen Teammate. Warte, ich muss kurz irgendwie dich leider stellen, weil irgendwie ist alles bei mir lauter. So. Ich denke mal, es muss von euch bei euch passen. Wir wollen unser Fazit ziehen, weil ja... Bei Baum? Nein, dann Spaß. Wir machen es nur, weil wir es machen wollen, weil anscheinend wird nichts mehr passieren dazu. Falls noch was passiert, dann werden wir es natürlich später hochladen. Bei mir kommt es vielleicht noch. Wenn jetzt nichts mehr kommt, dann ist es ein Part 12 drin. Ansonsten, wenn es nicht Part 12 ist, dann, ja, dann habt ihr Glück, das kam noch was. Danke für den Boost. Wow, recht drauf gehämmert. Ich bin gar nicht eingespielt, deswegen. Ja. Willst du jetzt erstmal sagen oder? Ja, wir fangen mal an. Also, mit was fangen wir denn an? Erstmal vom, wie ist es gelaufen? Der Start. Der Start ist mehr als gut gelaufen. Wir sind gut weggekommen. Unser Lack hat uns nicht gleich im Stich gelassen, sondern wir sind gleich direkt mit Zuckerrohr abgehauen. Was allein schon der Hammer ist. Ja, Marvin gibt mir gerade Kombos hier, bis der Arzt kommt. Er hat gerade Spaß dran. Wir kennen ja Marvin. Ja. Dann der weitere... Komm, dann raff ich aus. Ja. Der weitere Verlauf, da muss man auch wirklich sagen, der ist mir jetzt gut gelaufen. Unser Luck war unmenschlich. Wir haben Minen gefunden. Wir haben in kürzester Zeit Dias gefunden, denn schon, da war auch nicht lange fern mit Part 3. Und was war ein paar 3? Das erste, was wir enchanted hatten? Respekt! Genau! Und was ich da. Ja, okay, das war scheiße gesucht von dir, warte, ich nämlich mein Kill. Du hast eine Range gehabt, deine Range war immer normal. Sorry, ich bin halt gute PvP, ich fand nichts dagegen. Ja, wir wissen's ja. Dann zum Kampf gegen Marvin. Also Marvin gegen. Milai, wie er hier hieß. Ja, eh. Eigentlich hätte Marvin, ich hab's in seinem Video gesehen, er hätte es knapp auch alleine schaffen können. Er hätte. Also Marvin hätte ihn mit einer Kombo noch rauslöschen können. Eine Kombo hätte gereicht, dann wäre er raus. Aber Marvin wollte lieber auf meine Hilfe setzen. Leider ist Marvin ein bisschen mit in Kritik geraten damit. Ein bisschen oder extrem, ich weiß nicht, wie ich das jetzt sagen soll. Ein bisschen, ja, unser Notch vs. Herobrine sagt, es wäre assi gewesen, so sagen. Und, ja, okay, aber trotzdem, 2v1 hätte er gesagt, das, und 1v1 sagt er, ja, okay. Aber okay, und dann wurden wir richtig zugehatet damit, weil wir 2v1 gemacht haben, aber da sollte niemand in einem Scheiß darauf vertrauen. Und, ja, man kann auch Melonie vertrauen. Ist ja nicht so, dass Melonie im Miro 1 ja auch gesagt hat, ja, wir lassen euch in Ruhe. Der hätte auch nicht drauf gehen können. Und, naja, UAC hätte ich auch nicht auf Marvin vertrauen dürfen. Wir sagen es denn nicht. Ja, ich hab's zwar verziehen, aber naja. Aber nicht ordentlich. Ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen, deswegen. Ja, wir reden darüber nicht, okay? Nach der Aufnahme, oder? Nee, im Fazit dieses Video jetzt. Also machen wir weiter mit dem Fazit. Was lief scheiße? Manchmal das Strip Mining. Das kannst du nicht mit im Fazit mitnehmen, das kannst du nicht.
Okay, was die für nach deinem... allgemein zum Projekt und nicht irgendwie, ja, ich fand's stimmt mal scheiße, weil die Ärzte... Das gehört einfach dazu. Das gehört einfach dazu zu sagen, was lief nicht so gut. Das ist echt so eine Pussy und gehst auch danke. Sag mal du doch mal was zum Projekt. Was soll ich sagen? Also stimmt, und vor der Massenaufnahme hat jemand seinen Namen geändert und dann ist Florian total ausgerastet, kann man so sagen, aber ist verständlich, wir ändern denn bitte schon seinen scheiß Minecraft-Namen während in einem Warraumprojekt. Ja, weil dann ist die Welt wieder im Arsch. Dann ist allgemein alles im Arsch. Könnte sein, dass deswegen das Plugin durchgedreht ist, oder? Nein, er hat ihn da instant gebannt, nicht deswegen. Aber ich hab keine Ahnung, warum das Plugin jetzt gerade im Arsch ist. Vielleicht haben die einfach wieder neu draufgetan, weiß ich. Oder die haben es auf neu gestartet und beim Start wurde nicht das Plugin hochgefahren. Ich glaube, die haben es neu gestartet und haben es nicht gecheckt, deswegen. Ich glaube, das ist passiert, weil die wollten den trotzdem mit dabei haben, obwohl, nee, der wurde ja gebannt, deswegen. Bekomme dein Premium-Turnier gewinnen, was soll das denn jetzt wieder heißen? Sag mal was zu unserem Lack, da darfst du auch was sagen. Wir hatten einfach unnormales Lack. Ja, zum Beispiel, wir hatten irgendwie Brot 3 Rüstung oder so und das ist allgemein jetzt schon heftig as fuck. Also wir hatten extrem gute Rüstung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also unsere Rüstung war abnormal. Wir haben beinahe Sharp 5 und so. Was ich sagen kann, wir waren immer auf dem Server. Und ich habe ein paar Skelette getötet und die hatten einen verdauerten Bogen. Jetzt habe ich 2 Bögen gekriegt. Einer hat Punch und einer hat Flame. Also, falls die Massenaufnahme noch da ist oder noch gemacht wird, ne? Würde ich sagen, GG easy. Wir haben instant gewonnen. Ich sag nur im Lüder damals, in Dash, das ist scheiße. Da sag ich echt nur GG easy. Ja, sag ich auch. War schon vorbei, naja. Wir haben so jetzt Chance zu gewinnen. Oder wir haben sowieso gewonnen. Das Geile ist, das sage ich mal so für meine Serie namens GöffLP. Ich habe die Map aus dem Spawn von Flacho dank eines richtig geilen Tools heruntergeladen. Namen werde ich nicht nennen. Jeder, die anfangen hier dagegen was zu sichern. Ich sag nur so, dieses Tool hackt nicht zur Information. Es greift nur auf die dann zu, die der Client sowieso normal kriegt und fängt sie eigentlich nur ab. Mir macht es gar nicht. Und ja, das heißt, ihr werdet demnächst auf der Map dort den Spawn zu sehen kriegen. Und wo genau? Also, das war lange entscheidend, wer die Arena das bekommt. Und ja, Firework Gamer, der seine Stadt baut, hat vor, die Flower Arena aufzustellen. Nö, ich will die haben. Du weißt, ich dachte, du wolltest die Trust Map haben. Nö, ich wollte, du hast gesagt, ich bekomme die Flower Map. Das ist schön, jetzt war Firework die auch. Ihr müsst euch dann noch schnell aushandeln, wer die mal Flower Map kriegt. Ich bin länger da. Ich bin länger noch, du Gazap, ich krieg's schon. Komm! Oh fuck! Ist doch so, ich bin noch länger in du Gazap dabei. Also mal, hast du Selfmade Style oder irgendeine andere Map, die wir im Fiber geben können für die Arena? Nein. Ich wünschte, es gäbe ein Selfmade Style Backup, dann hätten wir die auch verwenden können. Ja wow, du hast den Selfmade Style mitgemacht. Kannst du mal aufwenden, müssen wir noch was machen. Ach so. Du meinst, ich bin so doof und mach mir keine Gäppel? Wir haben doch Gäppel! Trotzdem! Um mehr zu haben, ist doch gut! Ich bin gerade gar nicht eingespielt. Oh ja, okay, das war. Ich bin gar nicht eingespielt, ist mir aufgefallen. Und dann muss ich noch was sagen. Und zwar, hat ein gewisser Herr Kotaro oder Motaro oder Matto Hurensohn, wie der auch heißt. Hat gemeint, er müsse erstens Isaac Block erstmal total tot haten, ist ja auch verständlich, wenn er ihn tot hatet, sozusagen. Aber dann hat er noch Content von Isaac und von mir benutzt. Und wer Content von mir ohne die Erlaubnis benutzt, der ist am Arsch. Ich hab jetzt sofort das Video gemeldet. Und dann sende ich noch mal kurz einen Kommentar hier ein. Und das müsste ja eigentlich auch schon alles sagen. Der Vollpfosten kommt übrigens von Kotaro. Motaro, Hurensohn, was weiß ich. Ja. Und das müssen eigentlich schon alle sagen. Also, ja. Also irgendwie, ja. Keine Ahnung. Weil es gibt einen Unterschied, wie man die Content von jemand anders benutzt. Wenn man beispielsweise, wir machen mal ein Beispiel, das ist das beste Beispiel dafür.
Da ist ja, da nutzt man zwar den Content von anderen, aber man macht es ja für jemand anders mit. Versucht den ja auch zu unterstützen, zu pushen. Was denn? Best of oder Promo? Ja, Best of, du weißt ja, wie das ist, Best of Content. Da wird man ja erwähnt und das heißt in der Beschreibung. Aber wenn man die Contents benutzt, beispielsweise von Marvin und jetzt hier nichts angibt. Oder jetzt nicht Marvin in dem Sinne. Für Marvin hier sagt, ja, das ist von ihm. Oder es zu erkennen ist. Ja. Dann ist es scheiße. Jemand hat ja auch vor, ein Video zu machen. Hat mich sogar angeschrieben. Und ja, den habe ich sogar auch erlaubt, dass man Content benutzen kann. Bin schon gespannt, was er damit machen möchte mit meinem großen, mit meiner LP-Sammlung. Ich habe ja schon genug gebracht. Ich sehe schon, der. Ja, ich hab's gewusst, dass er das machen würde. Tja, Marvin ist halt manchmal vorhersehbar, manchmal. Und ein Feuerzeug, Spammer. Fake Warrior Kitties. So, wollen wir noch irgendwas zum Projekt sagen, oder? Das ist wahrscheinlich noch stattfinden wird, wir wissen es aber nicht. Und mein Bogen Aim ist natürlich wieder sensationell scheiße. Also haben wir alles. Haben wir jetzt alles, was wir besprochen? Ja, wir können auch über Trust und nicht reden. Wir sagen nichts wegen deiner Sache, okay? Welcher? Du weißt, nicht ansprechen. Sag ich dann nach der Aufnahme. Ich weiß halt echt nicht welche. Ich sag nur das, was ich dir erst vor kurzem über Skype geschickt habe. Das beziehe ich mich. Das sag ich dir dann nach der Aufnahme nochmal, dann verstehst du es besser. Wenn ich das jetzt doch sage. Oh, wir haben uns echt zerkloppt, oder? Komm her, Skinfetter. Okay, das ist ein gescheites Upgrading. Ich bin hinter dir. So. Ha! Ha! Was scheiß Werk zu suchen. Fuck! Besonders, wenn man nicht aimen kann. Eigentlich hast du mit Pink schon gewonnen. Hier kannst du mit Pink übelst gewinnen. Und was Range. Sonst noch irgendwelche Themen, die wir ansprechen könnten? Eigentlich nicht. Ich will das Video noch ein bisschen länger ziehen, weil für 12 Minuten würde ein Fahrzeug. Okay, ist. Der beende ich nur von meiner Seite. Falls irgendwas kommt zu meinem Video noch, dann ja, habt ihr alles zusammen, ansonsten ja. Das war das Fazit. So, und dann meldet sich der Chaos auch nochmal kurz hier. In einem kurzen Audioclip. Das hat was wegen dem Übergang zu tun. Zu den Videos wollte ich nur sagen, es war wirklich viel Arbeit dahinter, kann ich wirklich so sagen, besonders die Chaos Night Vision, die ich da eingebaut habe. Das war wirklich sehr schwer, das mit der ganzen Helligkeit anpassen und so. Ich musste mir da echt viel Mühe geben, dass das alles funktioniert. Aber naja, ich habe viele geile Tracks benutzt, ich fand es geil, dass ich das Wort Trigger OST mal richtig gut einsetzen konnte. Ich glaube, euch hat der Anfang am meisten gefallen. Und ja. Ich hoffe, euch hat das ganze Projekt so gefallen. Ich würde sagen, jetzt kommen die Custom Credits. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Song Nitro Fire von Kaio. Bis dahin, schönen Feierabend noch und Emerald Control.